Kennt ihr das, wenn ihr eine Titel- und Thumbnail-Kombination seht und direkt ein ganz seltsames Gefühl bekommt? Normalerweise kriege ich das, wenn YouTube mal wieder der Meinung ist, dass mir als homosexuellen Autisten und Erzieher bestimmt ein Video von irgendeinem stramm rechten und homophoben Creator gefallen wird, das die Probleme der Gesellschaft auf eine beliebige Minderheit abwälzt. Diese Vibes löst aber auch so ziemlich jedes Video von Popcornluft, das mir je in meine Empfehlungen geslidet wurde, aus. Und ich sag das nicht gern, weil der Inhalt der Videos, die ich gesehen habe, das nicht mal eindeutig trägt, auch wenn sie gerne mal über ihre eigenen Biases stolpern. Ich kann aber einfach keinen Kritiker ernst nehmen, der den Begriff Woke regelmäßig als ernsthafte Kritik nutzt. Normalerweise sind solche Videos hier nicht meine Sparte, aber diese Gedanken leben einfach schon zu lange mietfrei in meinem Kopf. Und weil man es auf dieser Plattform gesondert betonen muss, ich möchte hier keinen der Köpfe hinter dem Kanal persönlich angreifen. Ich finde es nur gefährlich, wenn einem Kanal, der mit seinen Titel-Thumbnail-Kombinationen bewusst oder unbewusst diese bestimmte Zielgruppe bedient, nicht widersprochen wird. Gehen wir mal ein paar Beispiele durch. Da haben wir einmal das Video zur Ariel-Neuverfilmung. Da ist eine Menge legitime Kritik dabei. Disney hat nur stumpf die Hautfarbe der Hauptfigur geändert, aber keinen Gedanken daran verschwendet, wie sich das auf andere Plotpoints auswirken würde. Zum Beispiel Ursulas Täuschungsversuch, der in der 89er-Version darauf basiert, dass Ursulas Tarnung und Ariel eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit zueinander aufweisen und Eric sich so nicht sicher sein kann, wer von den beiden sein Leben gerettet hat. Und dann kommen eben noch so Dinge wie schlechte Beleuchtung oder zu wenig Farbe dazu. Dabei legitimiert man aber nebenbei auch gezieltes Review-Bombing, denn ganz ehrlich, ein Film muss sich schon ziemlich viel leisten, um eine 1 von 10 zu rechtfertigen, und wer mal auf Amazon unterwegs war, sollte wissen, dass die meisten Menschen mit graduellen Bewertungssystemen nicht umzugehen wissen, insbesondere wenn keine klaren Bewertungskriterien existieren. Menschen ziehen regelmäßig Produkten, die sie toll finden, Sterne ab, weil der Versand, mit dem der Hersteller oft gar nichts am Hut hatte, zu langsam war. Aber dass unter den gezeigten 40% Ein-Sterne-Bewertungen auch eine Menge Rassisten sein dürften, die den Film gar nicht gesehen haben, davon will man nichts wissen. Auch wenn diese Menschen den Beleg für ihre Begründung im Vorfeld mit der Reaktion auf den Trailer bereits selbst geliefert haben. Ich lasse da auch nicht das Argument gelten, dass man ja auch statt des Remakes Geschichten aus anderen Kulturkreisen hätte adaptieren können. Erstens tut Disney das regelmäßig und zweitens gehen sie nicht immer respektvoll mit ihrem Quellmaterial um. Herkules war deswegen in Griechenland ein riesiger Flop, aber natürlich tut es nicht weh, wenn es nicht die eigene oder zumindest eine vertraute Kultur ist, die kommerzialisiert und angepasst wird. Oder wenn wichtige Kulturikonen Whitewashing zum Opfer fallen, welches übrigens gerne damit verteidigt wird, dass ja nur Talent zählen dürfe. Wenn ich Popcornlufts Schritte nachverfolge, komme ich zu dem Ergebnis, dass der Film eigentlich gar nicht genug aus seiner Hauptänderung macht, gepaart mit dem Problem, dass der emotionale Ausdruck der animierten Filme durch den Versuch, mit realistisch animierten CGI-Tieren zu arbeiten, komplett verloren geht. Sie haben ja recht insofern, dass Sebastian wirklich so aussieht, als hätte man ihn direkt aus dem Crabgrave-Musikvideo geschnitten. Stattdessen dreht man sich die Welt aber so, dass man Disney vorwerfen kann, seine Zuschauer erziehen zu wollen. Weil Wertevermittlung und auch Gesellschaftskritik ja vorher nie ein Thema in Disney-Filmen wie Robin Hood, Mulan oder Susi und Strolch waren, oder eben reine Profitgier statt des Versuchs, ein seit langem bestehendes Ungleichgewicht zu korrigieren. Ein Ungleichgewicht, das sofort auffallen sollte, wenn man betrachtet, was für ein Novum Black Panther und Captain Marvel bezüglich ihrer Hauptfiguren waren. Auffällig finde ich das vor allem im Video zu The Falcon and the Winter Soldier, was glaube ich das erste Video dieses Kanals war, das ich mir trotz der vorher abstoßenden Titel-Thumbnail-Kombos angesehen habe. Und auch hier sind wieder legitime Punkte dabei. Sam Wilsons armselige Rede zum Abschluss oder die Entwicklung von John Walker, die zwar mit der interessanteste Aspekt der Serie war, aber auch so wirkt, als sei das eher unabsichtlich passiert. Dafür beginnt das Video aber mit der These, dass es in Amerika des 21. Jahrhunderts keinen Rassismus mehr geben würde. Hat Steve dabei denn überhaupt daran gedacht, was es für einen schwarzen Mann im Amerika des 21. Jahrhunderts bedeutet, Captain America zu sein? Und wenn man als Zuseher dann vielleicht gedacht haben sollte, dass Äußerlichkeiten wie Hautfarbe oder Herkunft bei einer Figur wie Captain America ja eigentlich vollkommen egal sein sollten, falsch gedacht. Yo, Äußerlichkeiten sollten bei Captain America keine Rolle spielen, aber ich erinnere mich auch noch an das Geschrei, als die Trailer zu den neuen Star Wars Filmen das erste Mal Finn zeigten. Und auch wenn es vor meiner Zeit war, als Tim Russ in Star Trek Voyager für die Rolle von Tuvok gecastet wurde, fielen sehr viele Leute aus allen Wolken, dass es auf einem heißen Planeten wie Vulkan auch dunkelhäutige Vulkanier geben könnte. Stattdessen zündet man hier eine Nebelkerze, dass Sam der eigentliche Rassist in diesem Setting ist, weil er befürchtet, dass die Öffentlichkeit es nicht akzeptieren wird, wenn er aus seiner gewohnten Sidekick-Rolle in die Hauptrolle wechselt. So haben sie ein Problem mit einer Szene, in der Sam Wilson in eine Konfrontation mit einem Polizisten gerät, der ihn nicht als den Avenger Falcon erkennt. Sie finden es unglaubwürdig, dass das so passieren würde, da Wilson in Universe recht bekannt sein dürfte. Das ist leicht zu glauben, wenn man in seinem Leben nie einer diskriminierten Minderheit angehört hat,
aber ansonsten ziemlich fadenscheinig. Menschen sind immer wieder überrascht, wenn du ihnen sagst, dass Samuel L. Jackson nicht in Matrix mitgespielt hat. Eine Verwechslung, die nicht unverständlich ist, wenn man als weißes Publikum beide Schauspieler bzw. die Charaktere, die sie spielen, als schwarze Männer mit Glatze abspeichert. Also halte ich es nicht für unglaubwürdig, dass Otto Normalbürger im MCU gerne mal Sam Wilson, den schwarzen Piloten, den sie in erster Linie als Sidekick von Captain America kennen, mit James Rhodes, dem schwarzen Piloten, den sie in erster Linie als Sidekick von Iron Man kennen, verwechseln. Abgesehen davon, dass man auch Promis oft nicht direkt erkennt, weil man sie in Film und Fernsehen in der Regel mit Make-up und oder Kostüm sieht und man zunächst darüber stolpert, sie zufällig in einer völlig normalen Situation zu treffen. Weder Sam Wilson noch James Rhodes haben in den Köpfen der Öffentlichkeit einen Grund, sich in einem abgelegenen Viertel von Baltimore mit hoher Kriminalität aufzuhalten. Bei aller Kritik am MCU und seiner Entwicklung seit Endgame, sein Worldbuilding stützt dies. Spider-Man Homecoming hat zwei Szenen, in denen in Peters Schule Videos von Captain America gezeigt werden. Der Lehrer kommentiert dies ganz gelassen mit den Worten: Ich muss euch das zeigen, ich glaube der Typ ist inzwischen ein Kriegsverbrecher oder so. Superhelden sind im MCU an diesem Punkt nicht nur zum normalen Alltag geworden, die Leute sind emotional komplett durch mit dem Thema. Viel auffälliger finde ich da die Szene, in der ein Junge Wilson als Black Falcon bezeichnet. Ein Name, der sich auf den ersten Blick nur etablieren würde, wenn es noch einen anderen Falcon gegeben hätte, der weiß ist. Aber an diesem Punkt im MCU ist auch der Black Panther der Öffentlichkeit ein Begriff. Auch hier könnte also eine Vermischung in den Köpfen der Menschen stattgefunden haben. Und selbst ohne diese Tatsache, Kinder sind so. Nachdem ich den zweiten Sonic-Film im Kino gesehen hatte, habe ich Unterhaltungen von Kindern mitbekommen, die Sonic, Tails und Knuckles literally als Sonic, gelber Sonic und roter Sonic bezeichnet haben. Ein weiteres Problem sieht Popcornluft in der Kampfszene zwischen John Walker, Sam Wilson und den Dora Milaje. Genauer gesagt hier drin. Sind die Wakandans jetzt aber auch wieder hinter ihm her? Und in dem absoluten Highlight-Kampf der Serie gelingt es zwei 1,60 Dora Milaje-Kämpferinnen, Sam und Walker, zwei ausgebildete Spezialsoldaten und Bucky, einen fucking Supersoldaten, der im Kampf Steve Rogers die Stirn bieten konnte, im Nahkampf zu besiegen. Indem sie, ganz einfach, durch einen Knopfdruck Buckys Stahlarm aus der Schulterhalterung auswerfen. Man vergisst hier scheinbar, dass die Dora Milaje keine frisch in dieser Serie etablierte Gruppe von Möchtegern-Amazonen sind, sondern die königliche Leibwache von Wakanda. Ein Staat, dessen Monarch ihr eigener Captain America ist. Kennt ihr dieses Bild von Jason Momoa, dessen Leibwächter neben dem 1,93 großen Schauspieler so komplett sinnlos aussehen? Diese Frauen, die seit frühester Kindheit auf diesen Job trainiert wurden und anders als US-Soldaten viel mehr auf Nahkampf konzentriert sind, müssen was können, damit sie neben dem Black Panther nicht einfach nur Show sind. Und wir haben bereits in Black Panther gesehen, dass die Dora Milaje als Gruppe sehr koordiniert kämpfen und zu dritt sogar Killmonger überwältigen konnten. Letzterer überlebte diese Begegnung nur, weil er von der zuvor etablierten jüngsten Erfindung von Shuri profitierte. Das hier ist eine Falle, in die so viele Menschen tappen. Frauen und Minderheiten müssen immer rechtfertigen und beweisen, dass sie ihre Position, Fähigkeiten oder ähnliches verdient haben, während weißen Männern dies sofort geglaubt wird. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass Peter Parker sich seine Kräfte verdient hätte. Er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und er wird auch immer gleich als naturwissenschaftliches Genie dargestellt, das so Dinge wie die Netzkanonen erfinden kann. Tony Stark wird in Iron Man direkt per PowerPoint-Präsentation als technisches Wunderkind etabliert, das im Kindergartenalter seinen ersten Schaltkreis gebaut hat, von seinem geerbten Reichtum ganz zu schweigen. Bei den X-Men liegt es in der Natur der Sache, dass sie mit ihren Fähigkeiten geboren wurden, auch wenn sie sich oft erst in der Pubertät manifestieren. Ein sehr gutes Beispiel für diese Doppelmoral in der öffentlichen Wahrnehmung ist übrigens Rey gegen Kylo Ren, wohlgemerkt bevor Last Jedi und Rise of Skywalker erstere noch mehr zu einer wandelnden Gottheit machten. Ihre Seite wurde zu Tode analysiert. Dagegen haben viel weniger Menschen hinterfragt, dass Kylo zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch stehen, geschweige denn kämpfen kann. Denn nicht mal 10 Minuten zuvor haben wir gesehen, wie er von einer Waffe getroffen wurde, die genug Feuerkraft besaß, um zwei gepanzerte Stormtrooper zu neutralisieren, ohne auch nur einen von ihnen überhaupt zu treffen. Ebenso habe ich in all den Jahren seit seinem Erscheinen auch noch niemanden gesehen, der hinterfragt, dass Captain America in The Winter Soldier einen ganzen Aufzug voller Hydra-Agenten besiegt, dann aus diesem Aufzug mehrere Stockwerke in die Tiefe springt und wenige Sekunden nach der Landung wegsprintet. Dann ist da Popcornlufts Einschätzung zu den Flag Smashers und ihren terroristischen Handlungen. Hier fällt völlig unter den Tisch, wie es zur Formierung dieser Gruppe kam. Nach dem Snap stellte sich heraus, dass auch mit einer halbierten Menschheit nicht plötzlich auch halb so viel Arbeit zu erledigen war. Infrastruktur zum Beispiel wird nicht günstiger und effizienter, wenn weniger Menschen sie nutzen können.
Also haben erste Weltländer wie die USA Leute aus ärmeren Staaten angeworben, um die Lücke zu füllen. Stichwort Brain Drain. Als der zweite Snap die verschwundenen Leute zurückbrachte, fing man dann an, die zuvor angeworbenen Menschen zu deportieren. Menschen, die sich in den letzten 5 Jahren völlig neue Existenzen aufgebaut haben, mit der Aussicht auf dauerhaftes Bleiberecht oder sogar Einbürgerung, waren plötzlich nicht mehr nützlich und damit nicht mehr willkommen. Das eskalierte bis zu gewaltsamen Vertreibungen. Wir haben hier also Menschen, die durch staatliche Gewalt in die Enge gedrängt wurden und sich nun gezwungen sehen, sich davor zu schützen. Die Flagsmashers, die wir sehen, sind Terroristen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dass man hier nur die Gewalt sieht, die von ihnen ausgeht, aber nicht die, deren Opfer sie seit Endgame wurden, unterstreicht eigentlich nur den Punkt, den die Serie hier zu machen versucht. Wir haben kein Problem damit, Migranten zu akzeptieren und sogar aktiv anzuwerben, wenn sie eine akute Lücke füllen können. Pflegekräfte, Ärzte, alles an gelernten Arbeitern und Akademikern. Qualifizierte Leute, die ihrem Herkunftsland fehlen und dessen Entwicklung nicht vorantreiben können. Und sobald das Problem nicht mehr besteht, sind diese Menschen von einem Moment zum nächsten wieder ersetzbar und es ist völlig legitim, sie falls nötig auch mit Gewalt zu vertreiben. Nur zur Erinnerung, es gibt einen Begriff für die systematische Vertreibung von Menschen basierend auf ihrer Herkunft, auch wenn er zugegebenermaßen schwammig definiert ist. Ethnische Säuberung. Nachdem die Welt durch Thanos enger zusammengerückt war, sind sie auf einmal wieder nur Ausländer. Das MCU hat hier eine komplexe Situation geschaffen, weil sowohl die wiederbelebten Menschen als auch die, die ihre Plätze eingenommen haben, Recht haben und man kann der Serie vorwerfen, dass sie diese Thematik nicht genug ins Visier nimmt. Aber nicht, dass sie versucht, Sympathie für die Flagsmashers und die Menschen, für die sie kämpfen, zu wecken. Nicht in einer Welt, in der sich Menschen eine Corona-Diktatur herbeifantasieren, weil sie vor 3 Jahren im Aldi eine Maske tragen mussten, aber staatliche Gewalt gegen Migranten und Umweltschützer billigen. Der Staat hat das Gewaltmonopol, was ihn in die überlegene Position versetzt, und deshalb muss von ihm erwartet werden, dass er im Zweifel moralische Überlegenheit beweist. Also auf der einen Seite soll Disney nicht versuchen, seine Zuschauer zu erziehen, im nächsten Moment sollen sie aber dann dem sprichwörtlichen Chor predigen, dass Terrorismus böse ist und Terrororganisationen keine legitimen Ziele haben können. Auffällig finde ich auch, dass sich dieser Kanal gerne über die schwächeren Disney- und MCU-Produkte auslässt, aber auch Dinge ausklammert, die nicht in das etablierte Narrativ des Propagandaproduzenten passen. Ich würde jedenfalls meinen, dass spätestens mit dem Erscheinen von The Marvels ein guter Zeitpunkt gekommen wäre, mit Miss Marvel eine der MCU-Serien zu beleuchten, die insgesamt recht gut ankam. Falls auf dem Kanal je darüber gesprochen wurde, hat die Serie jedenfalls kein eigenes Video bekommen. Es gibt viel an aktuellen Filmen und Serien zu kritisieren und auch an der Scheinheiligkeit von Firmen wie Disney, die nach außen hin Werte vertreten, die sie im Inneren nicht leben und auch nur dort vertreten, wo es bereits sicher und vor allem profitabel ist, dies zu tun. Man könnte das alles seriös thematisieren. Oder man macht einen Kanal, der mir einen harten Uncanny Valley-Effekt erzeugt, wenn man versucht, die endlich sagt's mal jemand Zuschauer mitzunehmen, während man sich in Worte hüllt, die für sich betrachtet gar nicht so schlimm klingen.